Für jede Theater- oder Opernaufführung werden Kulissen in vielen Variationen konstruiert und gebaut. Hierbei sind Entstehungs-, Lager- und Einsatzort meist weit voneinander entfernt. Da der Kosten- und Zeitaufwand groß ist, wird eine optimale Zentralisierung angestrebt. Sie wird durch den Einsatz von betriebssicheren und wirtschaftlichen Lager- und Transportsystemen erreicht. Die Karl Schenk AG in Darmstadt entwickelte für die Bayerische Staatsoper in München ein Förder- und Lagersystem, das diesen Anforderungen gerecht wird. Grundelemente dieses Systems sind Großraumpaletten mit Stellwänden für Kulissenteile. Diese können 9,5 Meter lang und 2,7 Meter breit sein und ein Maximalgewicht von 4000 Kilogramm aufweisen. Die in den Werkstätten mit neuen oder auch reparierten Kulissenteilen beladenen Großraumpaletten werden mit einer Hubvorrichtung auf das Ladeniveau speziell ausgestatteter LKWs angehoben gekuppelt und über eine extern angesteuerte Rollenbahn in die LKWs gefördert. Diese nun transportieren Sie zu dem in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Hochregallager oder zum Einsatzort in der Staatsoper München. Das operninterne Transportsystem besteht aus Transportwagen, die durch Lenkrollen allseitig manuell verschoben werden können. Szenenwechsel heißt Kulissenwechsel. Das bedeutet, die neuen Kulissen müssen vom Hochregallager auf die Bühne, die nicht mehr benötigten, zurück zum Lagerort. Über die LKW-Andockstationen und die zwei anschließenden Lagergassen werden sie in das Hochregallager hinein und auch wieder hinaus befördert. Insgesamt stehen 457 Lagerplätze zur Verfügung, die von zwei Regalbediengeräten versorgt werden.
Vorsicht beim Rückwärtsfahren auf die Zentriervorrichtung. Der LKW wird präzise für den folgenden Fördervorgang zentriert. Durch ein Verbindungskabel werden Hochregallagersteuerung und LKW-Rollenbahn koordiniert. Und ab geht's in Richtung Lagerplatz. Vollautomatisch, versteht sich. Nur die Zielstelle eingeben. Wahrscheinlich wartet das Regalbediengerät schon. Doch zunächst führt der Weg der Großraumpalette mit ihren stolzen 9,7 Meter Länge, 2,3 Meter Breite und 2,8 Meter Höhe mit einem maximalen Gesamtgewicht von 5500 Kilogramm über die Schwenkstation in die Übernahmeposition der Regalbedienungsgeräte. Aber nochmal kurz zurück zu den Paletten, denn bis zum Einlagern bleibt noch etwas Zeit. Ihre bereits erwähnten Stellwände haben stirnseitig zu öffnende Türen, damit ein schnelles und sicheres Be- und Entladen gewährleistet ist. Die Längsseite ist mit einer stabilen Rückwand zum Anlegen und Befestigen der Kulissenteile versehen. Die können dann schon mal mit 1000 Kilogramm dagegen drücken. Nun hat das Regalbediengerät mit Hilfe seines Transferwagens den Übernahmevorgang abgeschlossen. Die Schwenkstation fährt in ihre Ausgangsposition zurück und ab geht's in Richtung Lagerfach. Hub und Fahrwerk arbeiten gleichzeitig, um Zeit zu sparen, und wuchten ihre Last in die vorbestimmte Höhe. Apropos Höhe. Immerhin entspricht die Höhe des Hochregallagers der eines vierstöckigen Wohnhauses. Und auf der Grundfläche könnte ganz bequem die Entscheidung über die nächste Fußballmeisterschaft ausgetragen werden.
Das Prinzip des Einlagerns war auch schon da. Bei der Übernahme an der Schwenkstation. In umgekehrter Reihenfolge natürlich. Hier stehen sie nun, die Meistersinger, Aida neben dem Rosenkavalier. Die Zauberflöte, sorgfältig und schonend eingelagert, warten sie, Seite an Seite, auf ihren nächsten Einsatz. Der Dank des innovativen Förder- und Lagersystems der Karl Schenk AG sicher und reibungslos ablaufen wird.